Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Part Donkey Kong Country Returns mit Bananen. Ich muss es jetzt einfach wieder sagen, 7-7 Wahnsinnsmusik. Und diesmal muss ich die Augen offen halten, dass ich diesen Schalter finde, weil sonst können wir danach nicht weiterspielen, weil wir wollen ja den Boss spielen. Wahrscheinlich nicht mehr in diesem Part, je nachdem, wie lange wir halt brauchen. Wenn ich den Schalter suchen muss und die Puzzleteile und die Kong-Buchstaben einsammeln muss, kann das sein, dass es wieder die komplette Folge dauert. Ich hätte mich gefreut, wenn jetzt hier ein Puzzleteil drin gewesen wäre. Hier gibt es aber nur 5, also davon her ist das wahrscheinlich nicht so anstrengend. Und hier ist, glaube ich, auch schon mal das erste, also. Mach mal kurz. Ich komme gerade noch nicht auf meine Kopfhörer klar. Da. Mama, kann man hier hoch? Nein, die töten einen direkt. Okay, ja, gut, ich muss es jetzt ausprobieren. Okay, unsere Leben werden langsam knapp. Vor dem Boss sollte ich vielleicht dann nochmal Leben kaufen. Ja, das ist echt scheiße, weil die echt in einem blöden Zeitabrhythmus stand. Ja, ich kann da auch daneben stehen, ja. Und dann denkt er sich, nö, ich springe nicht. Okay, das wird ein Hardcore-Level, ich sehe es schon kommen. Vor allem erstmal habe ich so gut hin. Hä, was ist denn jetzt los, Leute? Ich krieg's nicht auf die Reihe. Ich gehe jetzt gleich noch Game Over hier, weißt du? Okay, ich bin hier erstmal durch damit. Okay. Ganz ruhig, ganz ruhig. Ich habe Angst, dass hier irgendwas passiert. Okay. Hier oben gibt es bestimmt ein Puzzleteil. Ja, einen Bonusraum sogar noch. Okay, den dürfen wir jetzt nicht verkacken. Nein! Okay. Zack. So, ich muss mal wieder ein bisschen mehr labern. Jetzt haben wir schon 2 Puzzleteile, glaube ich, ne? Ja. Und den K-Buchstaben. Da unten ist noch was zum Drehen, deswegen muss, zum Pusten. Das muss ich, muss ja einfach alles überprüfen. Sieht aus, als gibt es jetzt Abfuck irgendwie. Es gibt ein Diddy, das finde ich auf jeden Fall korrekt. Dass sie müssen ja aufpassen. Irgendwo muss ja hier. Okay, ich weiß, warum es hier ein Diddy gibt. Ich hoffe, man muss hier nicht alle Bananen einsammeln. Darauf habe ich jetzt gar keinen Bock. Natürlich jetzt dumm. Mit Diddy ist diese Szene hier einfach übrigens. Also das meiste ist hier einfach mit Diddy. Gibt's schon wieder ein Speicherschwein. Ich weiß zwar nicht genau, warum es jetzt da nochmal ein Speicherschwein gab, aber wahrscheinlich, weil die Szene sich ein bisschen zieht, keine Ahnung. Okay, ja, oben gibt es jetzt bestimmt nichts. Aber hier gibt es ein Puzzleteil, lol. Okay, fehlt uns ja quasi nur noch eins. Shit, jetzt haben wir Diddy verloren. Ob das jetzt unser Untergang war? Ne, hier gibt es erstmal ein N für uns. Ich muss einfach hier alles pusten, ne? Wow, das war echt knapp gerade. Hier gibt es, wie viele Speicherschweine gibt es denn hier? Uns fehlt nur noch ein Puzzleteil und das G, ne? Aber der Button fehlt uns auch noch, ne? Ja.
Nein. Scheiße, jetzt sterben wir. Nee, hier ist der Button. Geil. Ich nenne ihn einfach Button. Ich weiß ja nicht, wie der heißt. Krass, dann können wir in diesem Part auch noch den Endboss machen. Die Frage ist, ob ich das machen will oder ob ich mal einen kurzen Part machen will. So. Ja. Leben ist jetzt perfekt, natürlich. Jetzt haben sie ein bisschen von Mario geklaut, ne? Habe ich so das Gefühl. Feuer gibt's hier, okay. Alle Puzzleteile haben wir. Nee, es fehlt noch eins, okay. Natürlich sterben wir jetzt kurz vorm Ende. Ich würde sagen, das ist dann einfach mal ein kürzerer Part heute. Die Frage ist, müssen wir jetzt diesen Button nochmal einsammeln? Ich weiß es jetzt nicht. Ich glaube nicht. Oder? Wenn es dann das Puzzleteil wirklich an der Stelle fehlt, wo wir quasi... Ich glaube, wir müssen den Button einfach nochmal einsammeln. Ich bin mir nicht sicher. Ich muss da oben... Nee, müssen wir nicht nochmal. Okay. Wäre jetzt hier das Puzzleteil drin gewesen, wäre das natürlich auch schön gewesen. Mann, das ist echt eine blöde Scheißstelle. Wir müssen danach vielleicht noch Leben holen. Verpiss dich einfach, blödes Dreckshütchen. Ja, es war klar, dass ich jetzt da sterben werde. Ja, diese Wasserdinger sind schon tricky. Ah, Feuer ist genauso scheiße. Okay, so gut habe ich jetzt wieder geskillt und jetzt verkacke ich wieder die ganze Zeit. Also ich kapiere es nicht. Ich warte hier einfach immer mal lieber. Ne? Hm. Ich hasse es. Ich hasse Stellen, wo ich dann plötzlich nicht weiterkomme, weil die gibt es einfach viel zu oft in meinen Let's Plays. Das sind solche unnötigen Stellen hier. Ja. Woher soll ich denn wissen, dass da bis nach unten Feuer sprüht, Mann? So, hier, jetzt reicht's mir. Jetzt bin ich langsam aggressiv. So leicht aggressiv. So, jetzt, Achtung, der spült hier bis hier unten Feuer. Gibt's mir jetzt bitte hier ein Leben, danke. Ja, brauche ich jetzt nicht, ne, in diesem Fall. Ist natürlich wieder sinnlos. Sinnvoll, dass ich hier jetzt ein Leben bekomme. Ja, klar, natürlich, Feuer, ne? Ja. Ja, klar. Erschreckt mich doch einfach mal mega. Feuer vorbei. Euer Ernst? Was ist das denn für eine kranke Scheiße? Was haben die sich hier ausfallen lassen? Nein! Okay, ich dachte, diese Dinger töten uns jetzt. Okay, jetzt fehlt ein Puzzleteil. Okay, dann gehen wir hier gleich nochmal mit Squawks rein. K-U-N-G. Ich würde sagen, wir gehen gleich mal zu Cranky Kong und kaufen uns noch 5 Squawks, würde ich sagen. Weil so viele Level kommen ja nicht. Kommt ja danach noch eine Welt, glaube ich. Wir haben auf jeden Fall jetzt erstmal den Endboss freigeschalten. Oder? Oder ist das noch ein Level? Ich glaube nicht, weil wir sind ja... Oh, ist doch noch ein Level, oder? Hä, aber wir haben schon den K-Level freigeschalten. Raketenlevel ist das wahrscheinlich. Zum Abheben bereit. Ja, okay, den heben wir uns für später auf. Wir müssen jetzt erstmal hier zu Cranky Kong mal Leben holen. Haben außerdem schon wieder 396 Bananenmünzen. Ja, Squawks haben wir nur noch einen. Dann kaufen wir den gleich mal, bis wir wieder 5 haben, würde ich sagen. Ich denke mal, so viele brauchen wir noch mindestens. Und Leben gönnen wir uns, bis wir... Ich würde mal sagen, 70 Leben reichen wieder mal. Außerdem, was wollen wir mit den Bananenmünzen sonst anfangen? Die müssen ja natürlich leer werden. Die Höchstanzahl ist ja, glaube ich, irgendwie 300...
500, die man haben kann. Haben wir in Let's Play jetzt nicht erreicht, aber egal. Ich habe jetzt sogar 80 Leben mir geholt. Das reicht ja erstmal, ne? Das müsste fürs Erste mal reichen. Ich habe keinen Bock auf den K-Level, den Ball zu spielen. Aber vorher kommt noch der Boss und dieser andere Level. Inventar wollte ich machen, ne? Squawks. Und los geht's. Ich würde mal sagen, 7-7, Wahnsinnsmusik. Let's go. Ich denke, irgendwo hätten wir Bananenmünzen Münzen einsammeln müssen. Also die Bananen einsammeln müssen. Ich kann mir das gut vorstellen. Oh shit, jetzt kommt der scheiß Anfang hier nochmal. Wo ich jetzt durchgeskillt habe. Okay, es war jetzt nicht so geskillt. Bisher hat Squawks auch noch nichts gesagt, also davon her. Ja gut, das sollte man natürlich jetzt nicht machen. Habt ihr die letzten Parts doch mitbekommen, wo meine Art-Taste nicht funktioniert? Ja, genau das gleiche passiert jetzt wahrscheinlich wieder. Achtung. Ja, wenn er jetzt schreit, dann hasse ich. Nee. Das heißt, die Bananen sind es auf jeden Fall schon mal nicht. Wo das Puzzleteil sein könnte. Kann man sich Bananenstaude stecken, snacken. Stecken. Oh shit, das ist natürlich jetzt Kacke. Ja, hier so. Okay, wieder eine richtig dumme Stelle. Haben das Puzzleteil auf jeden Fall. Ja, ich würde sagen, es war mal ein kurzer Level. Beziehungsweise wir müssen diesen Part. Wir müssen diesen Level ja noch abschließen. Ja, natürlich nicht vergessen, ne? Ach Mann! Ja, ich bin schon wieder zu schnell. Zu beeilig. Ja, das ist natürlich sehr gut. Was? Stell dich auf den 20-Minuten-Part ein. Nein, keine Ahnung, Mann, was ist jetzt schon wieder los? Okay. Okay. Ein Hoch, dass wir so schnell springen können. Okay, jetzt kommt nur noch diese Stelle hier. Die ist mit quasi mit einem bisschen Warten verbunden. Ein bisschen Skill. Achtung. Das war blöde. Nein! Och Mann! Es ist blöd, die Stelle. Okay. Krass, wie man hier einfach mal durchkommt. Okay, hier bei dem Feuer vielleicht ein bisschen warten kurz. Ich habe immerhin den Buzzer gleich schon im ersten Durchgang gefunden und dann halt nur ein Puzzleteil übersehen. Nein! Ach, das ist doch jetzt nicht euer Ernst, oder? Wieso rutscht der denn an den Kanten direkt ab? Die Musik regt mich so leicht auf. Nein, ich möchte diesen Superassistenten nicht aktivieren. Nein, da kommt der Feuer raus. Nein, ach, der rutscht wieder direkt ab. Das ist nicht euer Ernst. Ich habe jetzt gerade erste Mal auf diesen Tiki geachtet, der da kommt dann. Den wir dann noch besiegen müssen. Hier ist Feuer, da warten wir mal lieber. Nein. Das war schon wieder sehr knapp. Ach, Mann.
Oh, jetzt kommt die Abfuckstelle. Die eigentlich schon Zeller. Mann, ey, das ist nicht euer Ernst! Ey. Diese Stelle. Diese Musik. Die kotzt mich einfach nur noch an. Mann! Smashing! Controller Smashing! Mann, das macht mich so aggressiv, weil ich jetzt Schluss machen will und ich habe alles eingesammelt und ich komme nicht durch diese Scheißstelle hier. Okay, jetzt hat dieses eine Hütchen das andere wenigstens umgebracht. Diese scheiß Wasserfontänen, die sind schwieriger als die in Mario. So, jetzt hier durchgeskillt. Ja, jetzt haben wir hier volles Leben. Na, ist nicht dein Ernst? Nein! Nein! Ja, habe ich gesagt, stellt euch auf den 20-Minuten-Part ein. Es wäre so ein schöner, kurzer Part gewesen. Was rutscht der denn jetzt überall ab? Hat der einfach mal Probleme? Der hat einfach mal so richtig Probleme. Der rutscht jetzt überall ab, ey. Ich weiß nicht mehr, was mit ihm gerade abgeht. Der rutscht überall ab. Komm, mach deinen Feuerstrahl. Ja! Oh, Alter, das... Jetzt reiß dich, dummer Affe. Ha, er reißt sich nicht. Jetzt sterben wir hier am letzten Bitten. Das ist nicht der letzte. Es war so klar, dass wir in der letzten Rille sterben. Alter, Leute, wir haben 80 Leben uns gekauft. Wir haben jetzt nur noch 68. Wie scheiße bin ich eigentlich? Wieso komme ich nicht durch diese verfickte Stelle, ey? Fällt mir kein anderer Name ein für diese Bezeichnung. Ey, das ist einfach so krass. Jetzt skill ich hier sogar schon, aber es bringt mir jetzt auch nicht so viel. Seht ihr? Kann man nicht so schnell durchrushen. Alter, diese Stelle regt mich ja auch so hart auf. Die ist aber eigentlich ganz cool gemacht, eigentlich. Die ist mega cool gemacht. Beim ersten Durchspielen fand ich die auch ziemlich geil. Ich find's bloß kacke, dass man hier so leicht sterben kann. Hätten wir jetzt wieder es nicht geschafft, da hochzukommen, Alter. Ein Leben, das ist wenigstens noch eine kleine Krönung. Und diesen Level vollständig. Naja, es ist doch noch ein langer Part geworden. Nicht so wie ein 12-Minuten-Part, 10-Minuten-Part, wie ich gedacht habe. Dann würde ich sagen, haut rein, Leute. Bis zum nächsten Part. Da spielen wir dann wahrscheinlich den Raketenlevel. Weil den müssen wir spielen, bevor wir dann mit diesem komischen Raumschiff, da, obwohl das hier eine Fabrik ist, keine Ahnung, zum Boss kommen. Also haut rein, Leute. Bis zum nächsten Part. Bis dahin und ciao.